Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. Wir haben zwar erst 31% in der Story und eigentlich wollte ich die zu Ende spielen, bevor wir irgendwas anderes machen, aber wir schauen uns heute trotzdem mal die Level aus aller Welt an, beziehungsweise aus dem Speicherbot, weil ich habe mir ein paar gespeichert. Ich fühle mich zwar noch nicht so wirklich in der Lage dazu, weil ich noch ganz viele Movements von Mario und sowas nicht kenne und auch die einzelnen Mario-Stile noch nicht auseinanderhalten kann, aber wir probieren es trotzdem mal. Die sind jetzt so in der Reihenfolge, dass sie, glaube ich, von einfach nach schwer gehen, obwohl die GLP-Level immer sehr, sehr schwer sind. Aber wir schauen uns erstmal das Fire Castle an, denn das ist erstmal vom PSX. Jemanden aus meiner Community, danke schon mal dafür. Zumindest eine Abschlussrate von 4% kann ja nicht so schwer sein, nicht wahr? Das Feuerschloss. Bin sehr gespannt. Okay, Feuerschlösser mag ich ja so von Anfang an schon mal gar nicht. Aber passt schon. Aber diesen alten Stil finde ich auch nicht so geil tatsächlich. Die Dinger töten einen doch instant. Okay, ich glaube, da hatte ich Glück, dass er mich nicht sofort getroffen hat. Ich hoffe, wir brauchen diesen komischen Pilz nicht, um hier weiterzukommen. Wow, okay, bitte noch ein Pilz. Was bist du denn? Hä? Guck, kenne ich auch schon wieder nicht. Wieso gibt es graue Marios? Was ist hier los? Und dieses Ding ist viel zu schnell. Oh Gott. Nee. Das klang witzig. Ja, Leute, dann wird das alles so alt, wenn man diese komische Feuerblume da mitnimmt. Das ist witzig. Das ist auch noch eine Oh, warte, kommt man da irgendwie ran an diese Blume da drin? Oder ist sie nur zu kosmetischen Zwecke da? Huff, was? Wieso ist der denn jetzt hier unten? Hä, wie uncool ist das denn? Oh Gott. Boah, okay. Wäre der in die Lava gegangen? Das wäre auch nicht so schön. Okay, aber eigentlich ist das ja gar nicht so schwer. Man darf ja nur nicht in die Lava fallen. Okay, go! Okay, go! Ich mag das Ding jetzt schon nicht. Ich bleibe hier einfach drauf. Mir doch egal, ob ich die ganze Zeit getroffen werde. Ist mir sowas von egal, solange ich hier safe bin. Oh, geil, ich habe die Mitte erreicht. Und da oben ist ein riesiger Pilz. Oh, was macht er da? Nein! Oh, ich habe die Mitte erreicht. Wie viele Leben hat man in diesen Online-Dingern? Auch nur 5? Oder unendlich? Oh, Moment, ich brauchte den Pilz. Oh, nein. Jetzt ist meine Plattform weg. Kriegt man das trotzdem noch hin? Ja. Okay. Egal, ich laufe einfach durch. Dafür hat man ja den Pilz. Da ist, by the way, noch einer. So, Pilzileinchen. Keine Ahnung, ob man hier sowieso... Ja, doch, man kommt da wahrscheinlich durch, auch ohne einen Pilz zu verlieren. Aber wir haben ja gerade gesehen, hier oben ist noch ein Pilz. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich das so mache. Komm her, kleine Plattform. Ich brauche dich. Danke dir nicht... Oh Gott, das passt doch schon wieder nicht. Okay, doch, gerade so. Ich gehe mal der Annahme, dass wir hier nach rechts gehen müssen. Jetzt sind hier natürlich auch noch diese... What? Okay, diese Online-Level sind schon viel, viel schwerer als diese komischen Tutorial-Story-Level, die für kleine Babys sind. So, wisst ihr was? Wir warten hier jetzt mal. Oh. Ja, GG, das ist ja ultra fies gemacht hier. Okay, aber da ich cool bin, hole ich mir den Pilz natürlich so und verliere ihn auch gleich wieder. So machen das die coolen Leute, Leute. Coolen Leute, Leute, Leute. Machen das die coolen Leute, Leute, Leute. Und die machen auch diese Russenhocke. Heuke, heuke, heuke. Jetzt kommen hier gleich wieder diese Arschloch-Dinger. Das ist doch kacke. Vor allem der Rechte da ist assig. Okay, habe ich aber hinbekommen. So wie ich das verstanden habe, muss man aber auch sein eigenes Level geschafft haben, ne? Damit es überhaupt online zur Verfügung stehen darf. Hilfe! Jo, was? Es wird einfach alles auf einen raufgeschossen. Alles. Aber zum Glück ist hier ein Mittelpunkt. So. Hä? Wie sieht er mich an oder was ist mit ihm los? Junge! Okay, kein Plan, wie ich da dran vorbeikommen soll. Wir müssen ihn ja irgendwie auslösen, dann ganz schnell weg. Lol. So, hin, weg. Und jetzt irgendwie, genau. Aber der schießt bestimmt gleich noch. Ist das dein Ernst? Wie soll man denn an dem Ding da vorbeikommen? Auf 4% ist klar. Ich hab's. Trifft er mich hier oben? Wehe. Ich glaube nicht. Okay. Wir schauen mal. Oh Gott, da kommt irgendwas von rechts. Hilfe, einfach durchlaufen. Wird schon passen. Wow, okay, das war knapp. Wow. Warte. Hilfe. Nein. Da kam von hinten dieses scheiß Drehding noch an. Oh, ich hatte so viel Glück, dass ich da nicht gestorben bin. Aber ich glaube, ich bin da einfach zu lange stehen geblieben. Einfach los auch nicht. Das ist eine schwere Stelle hier, holy moly. Ich habe leider nicht geguckt, wie viel Zeit die anderen Leute brauchten für dieses Level. Überlebt! Easy. Ich weiß nicht, von wo unten welche kommen. Wow. Aber wird schon passen. Da kommt einer. Okay. Jetzt einfach durch. Einfach durch. Ja, okay, nice. Bitte ein Checkpoint. Das Ding... Nein, warte, das Ding hätte ich gern. War es das schon? Bitte. Diese Musik ist witzig. Es war's!
Okay, fand ich nett. Das war mein allererstes Online-Level, das ich jemals in einem Mario Maker gespielt habe. Und der kommt nicht ins Ziel. Oh, der arme Mario. Setzt er sich jetzt auch wieder so hin? Und ist traurig? Nee, okay, dieses Ziel nicht. Ja, muss ich sagen, schönes Level, PS. Ich, wenn du das tatsächlich alles selbst gemacht hast. Witzig. Witzig. Kann ich den irgendwie ein Herz geben oder so? Ich glaube, bei heruntergeladenen Dingern geht das leider nicht, ne? Ja. Doch, fand ich witzig. Hast du gut gemacht. Auch nochmal, wenn ihr irgendein Level gebaut habt, das ihr gerne mal zeigen wollt, dann schickt mir das einfach mal, dann spiele ich das mal. Guck mal, jetzt haben wir da sogar so eine Mario-Flagge, weil wir es geschafft haben. Nice. Also ich fand das sehr nett. Ich gebe dir mal eine 7,8 von 10 Punkten kriegst du dafür. Hat mir Spaß gemacht. So, als nächstes spielen wir dann Happy Go Lucky Inside 3D Pipey. Das ist von dem Nintega D. Den kennt wahrscheinlich gar keiner von euch, aber von dem Typen benutze ich immer die Marios in meinen Thumbnails. Der erlaubt das, dass man das machen kann legal, bla bla. Und deswegen, der hat auch ein Level. Er hat gesagt, das ist sehr schwierig. Mal gucken. Oh, Abschlussrate von 0,63%. Das wird doch schon wieder nix. Na gut, wir probieren es mal aus. Aber da dachte ich mir, wenn ich schon seine Marios da benutze, dann kann man auch mal sein Level spielen, nicht wahr? Der hat auch einen YouTube-Kanal, by the way. Könnt ihr ja mal abchecken, wenn ihr Bock habt. Okay. Ganz böse Sachen, ja. Oh, perfekt ausgewichen. Okay, keine Ahnung, wie ich schon am ersten Gegner hier vorbeikommen soll. What? Blöder Hammer, Bruder. Kann man den irgendwie treffen lassen? Ja, wirf doch. Ha, du Blödkopf, du. Oh nein. Aber die Musik ist cool. Lol. Das ist doch keine Mario-Musik, oder? Okay, wieder ein Schloss leider. Schlösser mag ich nicht so gerne. Tatsächlich. Oh lol, hier gibt es einfach Trampoline. Was denn jetzt kaputt? Kommt man da oben irgendwie hin? Yo, bitte nicht. Nee. Okay, soweit, so gut. Weiteres Trampolin. Oh Gott, ey. Oh nein, und wir müssen diese roten Münzen sammeln. Habe ich auch noch nie gemacht. Wir müssen 4 rote Münzen sammeln, damit wir irgendeinen Schlüssel bekommen. Damit wir das überhaupt schaffen. Ja, und jetzt? Ach, da rein, links, okay. Nein, bin ich tot? Wie sich Mario freut, wie er da runtergesprungen ist. Na gut. Also, nochmal hoch. Okay, easy. Bitte einen Speicherpunkt. Bitte. Ich brauche ganz viele Speicherpunkte in diesem Spiel. Hier ist einfach keiner. Wirbelstumpf? Die sehen auch in diesen... No! Nein! Oh, aber die Wirbelstürme sehen in diesem Spiel auch echt nett aus. Wirft er nicht doppelt? Eins? Ich warte mal, bis er doppelt wirft. Eins. Ich raff sein Muster nicht. Ja, egal. Hier, ich stirb. Die Musik klingt so mega Final Fantasy mäßig oder... Oder von mir aus auch Fire Emblemig. So, oh Mann, die gehen richtig krass schnell wieder hoch. Okay, so, schieß, danke. Und nein! Oh, no. Mann, dieser Fettwanz! Wieso kommt man nicht einfach auf das Trampolin da oben ran? So, du Blödkopf, ohne Witz. So. Diesmal machen wir das hier ordentlich. Hui! Ach, ich brauche ja die Münze. Ich brauche ja die Münze. Da oben ist auch noch irgendwas. Oh nein. Was hat das zu bedeuten? Warum ist da oben was? Da ist irgendein Ausrufezeichenblock. Oh Gott, hoffentlich braucht man den nicht später noch. Aber vermutlich schon. Wehe, ich muss den jetzt schon irgendwie holen. Oh, da oben kommt man doch auch ohne den an, oder? Easy. Man kann auch hier die Wände benutzen. Okay, jetzt müssen wir auf das Trampolin. Ich raff aber auch gar nicht, wie ich danach weiterkommen soll. Oh Mann. Dieser Blödmann! Und immer wieder diesen Fettwanz hier vorbei. Der ist auch super assig. Genau deswegen! Oh mein Gott. Oh Mann. Egal was man macht, man stirbt einfach überall. Oh, jetzt hat das auch nicht gelangt. Ich fass es nicht. Wie oft bin ich hier jetzt bitte schon gestorben? Okay, ich glaube, so langsam habe ich es raus, wie ich hier zumindest nach oben komme. So, die komische Münze mitnehmen. Perfekt. Guck mal hier, jetzt wird das ein richtiger Speedrun. Das wird richtig krass. Okay, so, ich raff jetzt aber immer noch nicht, was ich hier machen soll. Also klar, ich muss da oben hin. Dann haben wir da rechts ein Trampolin. Schöne Sache. Aber unten rechts ist auch noch ein Ausrufezeichenblock. Keine Ahnung, was der da soll. Ja. Muss ich einfach den Ausrufezeichenblock mit einer Stampfattacke treffen? Und dann macht er irgendwas? Oder was ist der Plan? Ach komm schon. So, aber wenn man hier nämlich gleich beim ersten Jump hingeht,
dann kommt man gegen den Typen eigentlich recht gut klar. Dann ist sein Pattern nicht so assig. So, geht mal her hier. Ich habe halt echt Angst, dass ich dieses Ausrufezeichen-Blöckchen da rechts holen muss. Nicht, dass da auch noch so ein roter Schlüssel drin ist. So. Na, du blöder Sack! Ich glaube, das ist einfacher, wenn ich nicht das Trampolin benutze, sondern einfach so nach rechts gehe. Ich kann doch locker von hier einfach darüber hüpfen. Ohne das Trampolin. Aha! Siehst du? Wieso? Warum? Oh, mach nicht diese. Mach nicht diese. Wow, mach nicht diese. Ich gehe einfach rein. Ob das richtig ist oder nicht, das sagt mir gleich das Licht. Es war aber auch falsch. Ich muss in vor der Röhre rein, weil da war noch so ein roter Schlüssel. Oh, Leute. Und am Ende werde ich locker erfahren, dass ich den Ausrufezeichen-Block da oben brauche. Nein! So, aber hier weiß ich ja zumindest, dass ich den einfach auslassen kann und da reingehen kann. So, jetzt muss ich auf jeden Fall richtig schnell wieder laufen. Da links war auch wieder irgendwas. So, jetzt müssen wir oben lang. Denn... Nee, müssen wir nicht. Wie kommt man denn an diese Münze daran? Tschüss, kleiner Gumba. Sind die Dinger da oben jetzt weg? Okay. Dann können wir jetzt nämlich nochmal zurücklaufen. Hoffentlich, wenn hier nicht irgendein Gegner ist. Und ist auch noch eine rote Münze. Und uns wenigstens einen Pilz holen. Okay. Hat er hier vielleicht irgendwas vergessen? Nee. Ganz komische Sachen hier alles. Okay, also jetzt müssen wir auf jeden Fall da rein. Ich hätte den Gumba vielleicht erst laufen lassen sollen. Wie kommt man denn da... Nein, auch! Ich hätte nach links drücken müssen. Aber ich weiß sowieso nicht, wie ich an diese Münze da oben rankommen soll. Ich meine, ist das bis hier alles sehr, sehr einfach. Da, darüber, darüber. Den weiß ich nicht. Der kann ja machen, was er will. Oh. Wir folgen ihm einfach mal. Was macht er denn? Vielleicht weiß er das Ding... Oh, guck mal. Der nutzt sogar das Sprungbrett. Richtig schlauer Dude. Na gut, dann... Ich muss ja irgendwie da hoch. Sonst wird das ja nichts. Das heißt, hier nach rechts drücken... Nee, hä? Ich komme doch niemals an diese rote Münze. Aber vielleicht brauche ich die auch nicht. Kann man mehr rote Münzen hinpacken, als man einsammeln muss? Wahrscheinlich schon, oder? Dass man nicht alle roten Münzen in den Level überhaupt einsammeln muss? Ach man, jetzt funktioniert nicht mehr das. Oh, dieses Level wird übelst lange dauern. Ich habe noch nicht mal die Hälfte. Ich habe noch nicht mal den zweiten. Ich habe noch nicht mal die zweite Münze eingesammelt. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, das ist gar nicht so gut, wenn wir hier den Pilz mitnehmen. Weil hier ist sowieso alles so klein. Ich lasse diese Münze jetzt einfach mal da. Wenn ich dann am Ende merke, jo, war eine doofe Idee, dann ist das halt so. Aber ich will jetzt hier mal mehr vom Level sehen. Vielleicht kommen wir ja irgendwie von hier oben noch daran? Nee. Okay, oh nee, schon wieder so ein Dude. Warum? Ja. Komm, mir doch egal, du blöder, komisch geflügelter Hammerbruder auch noch. Oh, eine Kamek ist ja auch noch, ich fass es nicht. Komm, lass mich in Ruhe, Kamek. Nein, hätten wir die gebraucht? Oh nein. Hä, kann Mario und die... Lol? Lol? Die Attacke... Nein, ich fall runter. Ich werde runterfallen, ne? Ich wusste nicht mal, dass Mario so eine komische Attacke machen kann. Guck mal, der kann hier so eine Weiterattacke. Ja gut, das schaffe ich nicht. Tolles Level, komischer Dude. Wir machen nochmal ein neues, ein anderes. Wie viele Prozent haben das geschafft? 6 von 952. Alles klar, dann ein einfacheres Level, so wie ich das mitbekommen habe. The Forbidden Laboratory von dem Mondmann, aka Selbstgespräch. Guck mal, das haben sogar 8% ungefähr geschafft. Rätselspiel. You leave your lonely isle and sail to the city, but something seems off. Okay, Selbstgespräch. Der Selbstgespräch ist übrigens jemand, der hat mich damals bei Desperado reingebracht, weil der wohl mal meine Isaac-Let's Plays ganz gern gesehen hat, oder ja, meine Videos dazu. Und der ist ein sehr, ganz toller Dude. Richtig dull, der macht dieses YouTube-Akte-Zeug, wenn ihr den kennt. So, alles klar, dann schauen wir mal. Wir haben einen... Er meinte bei... Twitter... Da! Ein Pilz! Geil! Alles gefunden hier. Da kommt man doch bestimmt noch hoch, oder? Nicht? Schade. Er hat bestimmt richtig viele tolle, kleine Geheimnisse eingebaut. Kann man den Kettenhund befreien, wenn man auf sein Teil... Oh, ach, man kann ja gar keine Schnappattacke machen. What? Oh Gott, irgendwas ist off. Was geht denn jetzt ab? Da oben ist eine 10er-Münze. Müssen wir irgendwas schaffen, damit das hier... Oh, damit das hier...
Ja gut, schwimmen sollte man schon. Aber die Musik ist auch wieder cool. Alles klar. Nein! Egal. Macht uns nichts. Wir nehmen das Ding hier mit. Hä, hatten wir nicht eben noch zwei von den Teilen? Oh, wo ist denn jetzt das zweite hin? Okay, ich bleib hier einfach drauf und dann wird das schon, oder? Hä, ich raff gar nichts. Und eben hatten wir doch zwei dieser Plattformen. Ich verstehe das nicht. Okay, die werden garantiert nicht runterfallen. Momentchen mal. Kann man hier nicht hoch? Irgendwie? So gar nicht? Na gut, dann nicht. Dann ab in die Höhle. Also ich glaube, der Selbstgespräch hat eher auf die Story sein Augenmerk gelegt als auf alles andere. Oh, das ist ja cool. Wie so eine Fackel. Richtig kreativ. Oh, das finde ich richtig nice. So kleine Fackeln, damit man hier alles angucken kann. Mega gut. Wirklich richtig geile Idee. Okay. Will ich da rein? Nee, okay. Ein bisschen die Russenhocke machen. Meint ihr, da unten ist was? Okay, verstanden. Hey, man kommt hier nirgendwo rein. Was ist hier los? Ich will aber alles angucken. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich mir alles angucke. Okay. Na! Kommt einfach wieder hoch. Da unten ist einfach gar nichts. Okay. Voll der Jumpscare hier. Ich habe mega Angst, weil das so dunkel ist. Aber hier ist einfach nichts. Hallo? Irgendjemand zu Hause? Ich schaffe das locker gleich noch zu... Da unten geht das doch locker nicht hin. Geht so locker nicht hin. Man muss doch bestimmt einfach ganz weit jumpen oder so. Hilfe! Okay. Allein weil es dunkel ist, habe ich schon mega Angst. Hallo? Ah! Nein, moin! Okay. Jetzt kommt ja auch noch so eine scary Musik. Das ist wirklich alles sehr scary. Ich habe voll Angst. Hallo? Ah. Passieren hier einfach unvorhersehbare Sachen. Endlich ein Pilz! Dankeschön. Jo, da ist er gleich wieder weg. Oh, wir sehen kurz was. Das heilige Licht. Ja, und es ist wieder weg. Rip, voll das Horrorspiel. Allein, dass man da einfach runterfällt. Erschreckt man sich voll. So, wieder groß. Diesmal achten wir, warte. Okay, doch nicht. Scheibe achten wir doch nicht drauf. Da gehen wir rein. Das sieht doch gut aus, oder? Oh. Was? War da diese Hexe drin? Ist das hier Hänsel und Gretel oder was? Was ist das vorhin für eine Hexe? Das ist doch nicht Kamek, oder? Diesmal sehe ich dich, du blödes rote Ding. Und diesmal habe ich... Nein! Oh Mann, da dachte ich... Come on! Ich bin der schlechteste Spieler aller Zeiten. Ich glaube, der Selbstgespräch hat das gar nicht... Oder der Selfie, besser gesagt. Hat das gar nicht so schwer gemacht hier extra. Sondern wollte, dass jeder schaffen kann und ich schaff's trotzdem, 8000 Mal zu sterben. Weil ich einfach so ein Profi bin. So, da muss ich auf jeden Fall aber rein, weil hier ist ja dieser Switch. Muss ich auf jeden Fall aktivieren. Was die Bomben da in ihren Keller machen sollen, gar keine Ahnung. Okay. Sie ist schon wieder hier! Dumme Kuh. So. Kannst mich mal. Und du auch. Und überhaupt. Wieso sind hier so viele von denen? Wir haben einen Powerblock. Was kann man mit dem machen? Hä, kann man den irgendwie aufheben? Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Kann man da oben rein? Wie nutzt man denn das? Okay, ich habe gar keine Ahnung, wie man hier irgendwas nutzt. Geschafft? Ah, oh Gott! Momentchen mal. Ich will doch einfach nur ein Ziel. Wieso ist Mario in diesem Spiel so riesig groß? Okay, bitte geh weg. Okay. Diese Sounds. Voll die Glitches und alles. Alles ist komisch hier. Alles komisch. Ich gehe einfach weiter. Ja, endlich! Das ist das Ziel. What the hell? Okay, ganz schön gruselig hier alles. Kann man denn irgendeiner dieser... Man kann tatsächlich noch in eine Röhre rein. Bringt das was? Hallo? Hab ich ein... Ja, Level-Ups! Ich habe noch ein Geheimnis gefunden! Oh ja, so viele Level-Ups! Oh ja, geil, lecker Schmecker! Kann man doch bestimmt in noch irgendeine Röhre rein. In die nicht, weil da kommt ja was raus. Ich glaube, in die Röhren, wo was rauskommt, kann man auch nicht wieder reingehen, oder? Und jetzt ist die Frage, kann man hier runter oder stirbt man da? Oh, da sind komische Piranhas. Ich glaube nicht, dass ich dahin will. Na gut, gehen wir einfach ins Ziel. Nee.
Wieso kann ich dem kein Herz hingeben? Das finde ich voll doof. Wie lange? Vor allem, wie lange brauche ich und so? Sieht man das hier alles nicht, wenn man die herunterlädt? Das ist ja voll doof. Sonst hätte ich dir natürlich ein Sternchen gegeben, lieber Mondmann. Guck mal, der Mondmann hat auch so einen coolen Hut schon. Einfach so ein Baby-Bowser-Hut. Mein eigener Dude hat einfach gar nichts davon, jetzt ohne Witz. Ja, mein eigener Mii, der winkt einfach nur blöd rum, aber hat einfach nichts. Er hat nichts zum... Doch, warte. Oh, habe ich gerade ein neues Kleidungshemd bekommen. Alter! Ja, und wo? Da! Ein Unterhemd. Oh, und auch so ein geiles Pulloverchen mit einem Gift drauf. Das ist ja cool. Ach, dafür muss man einfach nur Level spielen, ja? Ja, nicer, dicer, würde ich sagen. Ultra gut. Ich möchte ein Pyjama haben. Ja, das sieht doch schon viel geiler aus hier. Yay. Ey, so ein Pullover in Wirklichkeit, das wär's. Na gut, dann würde ich aber sagen, was das mit dieser Folge? Waren drei nette Level. An die schweren Level von Zombie und GLP traue ich mich gerade noch nicht dran. Vielleicht in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Part hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, wie der mein Mii hier schon anzeigt, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.